Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank dafür, dass Sie jetzt am Abend sich noch die Zeit gönnen, hier zu so einer Konferenz, zu so einer Debatte. Ja, eigentlich ist es ja ein Diskussionsbeitrag, hier zusammenkommen. Dieses Mobility for Future ist eine spannende Idee. Es wird ja manches auf Englisch dann auch präsentiert werden. Sie sehen es auf den beiden Titeln. Wir haben den englischen Titel und den deutschen Titel. In dem ersten Beitrag haben der Dr. Richter und ich eigentlich nur vor, ein einzelnes Wort ein bisschen zu diskutieren. Und das ist dieses schöne klimaneutral. Sie sehen, wir sind im Verkehrsbereich und da ist es immer auch ein bisschen kritisch. Da gibt es auch immer Meinungsverschiedenheiten. Das sehen Sie schon im Titel. Schauen Sie sich mal die deutsche und die englische Übersetzung oben auf der Folie an. Auf dem Weg zur klimaverträglichen Mobilität. Und Englisch war das climate friendly. Naja gut, zwischen verträglich und freundlich, da gibt es manchmal Unterschiede, aber nicht immer. Aber zwischen zukunftsfähig, zweite Zeile, und sustainable, es gibt ja auch noch das deutsche Wort nachhaltig und sustain, etwas erhalten, einen Ton halten oder eine Klage vor Gericht aufrechterhalten, ist auch da wieder was anderes. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und da ist noch ein dritter Gegensatz. Wir haben Mobilität in dem Vortragstitel mit Mobility übersetzt. Mobility ist in englischsprachigen Publikationen ziemlich alles. Da lesen Sie auch Mobility of Trucks increased by 28%. Da haben wir manchmal Schwierigkeiten mit dem deutschen Mobilität, aber darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Bevor wir jetzt beginnen, Instructions for Use. Diese Gebrauchsanleitung haben wir da vorgeschaltet, um Ihnen zu sagen, dass Sie heute nicht einen klassischen ingenieurtechnischen Wissenschaftlervortrag kriegen werden mit Konfidenzintervallen und irgendwelchen neuen Formeln und am Schluss Erkenntnissen. Wir wollen einen Begriff klären. Wir wollen da noch nicht mal vorrangig Lösungen für dieses Klimaproblem auf dem Planeten Erde schaffen. Ja, wir glauben, das ist eines der drängendsten, vielleicht neben Biodiversität, Probleme. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf das Wort konzentrieren und wir haben drei Ziele. Erstmal ganz klar zu sagen, was es im Verkehr eigentlich geben soll, was wir uns wünschen. Dann zweitens unsere Bitte, dass der Begriff ein bisschen sinnvoller, zielführender verwendet werden könnte. Puzzleteile für die Bewertung machen und dann natürlich am Schluss nicht nur kritisieren, sondern auch ein paar Lösungen bringen. Daraus gibt es dann diese Gliederung. Wir teilen uns den Vortrag. Dr. Richter wird den Mittelteil haben. Ich komme zur Orientierung und komme dann am Ende auch wieder rein, wenn es um die Lösungen gibt. Also zunächst mal erst zum Hintergrund und zur Zielfunktion. Dann gibt es eben einen Exkurs zu Ökostrom und zur Kompensation. Wir werden ein spezielles Fahrzeug, das eben so klimaneutral sein soll, ein bisschen diskutieren. Und dann geht es über die Möglichkeiten, die wir eigentlich sogar im Verkehr hätten. Fünftens, das Wort, unser Fazit. Es gibt sogar noch einen kleinen Ausblick dann am Ende, wo ein bisschen diskutiert wird, wie man vorgehen könnte, wenn Klimaschutz wirklich ernst nehmen im Verkehr das Logo wäre. Zum Hintergrund zunächst mal. Also die Menschheit hatte immer Energieprobleme. 1750 gab es dann so Industrialisierung, diesen tollen Fund, Kohle, später Erdöl, Erdgas. Alle dachten, das Paradies für immer ist da. Oh. Wenn viele Menschen großindustriell was machen, ja, dann gibt es auch immer logischerweise Folgeeffekte, Wechselwirkungen, Rückkopplungen. Das ist also wirklich immer ein Problem. Rio hat dann 92 gesagt, so geht es eben nicht. Wir wollen nicht aussterben und die Bedingung für nicht aussterben ist eben, dass jede Generation überleben kann, weil erst dann kann es eine nächste geben. Dazu müssen die CO2-Emissionen runter. Das betrifft vor allem den Verkehr, der ist eben geschätzt 95%, je nach Abgrenzung fossil. Und der hat bis jetzt gar nichts gebracht. Die Emissionen steigen weltweit. Wenn die Emissionen einer bestimmten Haltung, die Treibhausgasemissionen, wirklich null wären, dann könnte man ja vielleicht das Wort klimaneutral, Klima nicht belastend verwenden. Und dieses klimaneutral ist jetzt nicht so eine Option, wir wollen das und dies und jenes, sondern das ist einfach beyond reasonable doubt. Eine Conditio sine qua non. Das haben wir oder wir haben gar nichts mehr. Also null CO2. Und das stellt den Verkehr vor Herausforderungen. Es gibt so die Standardlösung. Ab sofort wird jeder Verkehr weltweit verboten. Alle müssen zu Hause bleiben. Nee, das ist es also auch nicht. Also offensichtlich gibt es da noch mehr Fragen, noch mehr Punkte, die wir eben beachten müssen. Und jetzt bin ich schon bei der Frage, was wollen wir eigentlich?
Ja, was ist eigentlich das Ziel allen unseres Handelns? Des Verkehrsministeriums, des Straßen- und Tiefbauamtes, des Umweltamtes, der Lehre in der Verkehrsökologie? Na, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen Reisezeit senken. Und wenn dann alle null Reisezeit haben, dann könnten sie ja zu Hause bleiben, dann hätten sie null Reisezeit. Nee, das wäre nicht ganz das Ziel. Sie kommen eigentlich nie ohne diese Folie in meinen Vorträgen raus. Denn in der Mitte ist eine gelbe Ellipse, die betrifft die Entscheidungen von Menschen. Menschen, manchmal auch Firmen, Vorstände, CEOs überlegen, was machen wir, denn die wissen genau, was sie eigentlich brauchen. Links oben dieses Dreieck soll die Bedürfnispyramide nach Maslow sein. Sie können auch was anderes da nehmen. Wenn eben ein Bedürfnis irgendwo entsteht, ich muss zum Arzt, ich muss zur Arbeit, ich muss zum Einkaufen, ich will zum, was weiß ich, Physiotherapeuten, ich will ins Kino, ja, dann hat irgendeine Bewegung zu erfolgen. Entweder kommt die Pizza zu Ihnen oder Sie gehen Lebensmittel einkaufen. Und wie Sie sich jetzt entscheiden, das hängt von rechts oben der gebauten Welt von Verkehrspolitik und Verkehrsplanung ab. Und wenn Sie sich entschieden haben, dann schließen Sie die Haustür hinter sich, dann gehen Sie raus und jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können natürlich zu Fuß über die Straßenseite gehen und dort beim Tante-Emma-Laden was einkaufen oder mit dem Auto zum Supermarkt im Elbe-Center fahren. Oder mit der Straßenbahn zur Stadtmitte und dann im Restaurant essen. Sie sehen, es gibt da verschiedene Sachen. Erst jetzt können die Ingenieure was messen. Und was messen wir denn? Ja, wir messen natürlich, wie viele Bedürfnisse die Menschen damit abdecken. Der eine hatte Hunger, eins. Der zweite wollte zum Arzt, zwei. Jemand wollte die Kinder zum Tischtennis bringen, drei. Das ist die linke Seite. Und wir bezeichnen das als Mobilität. Mobilität ist, wenn eben ein Bedürfnis von dem Menschen ermöglicht wird. Und dazu braucht ein Mensch ja eine Straße, ein Auto, eine Straßenbahn, Wanderschuhe, vielleicht zu Fuß, ein Fahrrad. Er braucht sogar Lichtsignalanlagen, braucht vielleicht sogar Verkehrspolizisten. Aha, das sind die Instrumente, die ihm diese Bedürfnisabdeckung ermöglichen. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir eben da jemand haben, der irgendein Bedürfnis hat und jetzt braucht er was, ein Instrument, mit dem er das abdeckt. Und das ist üblicherweise dann der Verkehr. Trennen Sie beides. Mobilität ist untrennbar mit Verkehr verbunden, aber es sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn Mobilität wirklich das Bedürfnis, die Ursache, der Anlass ist und Verkehr nur das Instrument, ja, dann haben die beiden eine Hierarchie. Nee, das ist Dann. einmal eine Tor hinzustellen. Er ist dort ausgeschieden. Sehen Sie jetzt einen Monitor? Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Ja, sehen Sie? ich kann das sehen. Ja, man sieht alles gut. Sehr schön. Wir waren stehen geblieben bei dieser Trennung von Mobilität und Verkehr. Und wenn wirklich Mobilität das ist, was wir eigentlich ermöglichen wollen, Menschen sollen wohin kommen, ja, dann ist Verkehr eigentlich wirklich nur das Instrument. Und das Instrument brauchen wir, gar keine Frage, aber das ist dann ein zweitrangiges, ein dienendes Instrument. Also, wenn Sie jetzt eine Gesellschaft bauen müssten, eine zukunftsfähige Gesellschaft, ja, dann würden Sie sich wahrscheinlich wünschen, dass Menschen an ihre Ziele kommen. Wer krank ist, muss zum Arzt und wer auf Arbeit will, muss zur Arbeit. Und abends soll man auch Freizeit haben. Aber Sie würden sich das vielleicht mit wenig Aufwand, mit wenig Geld, mit wenig Lärm, mit wenig Abgas, mit wenig Klimagas, mit wenig CO2, mit wenig Unfällen, mit wenig Flächen, aha, mit wenig Verkehr wünschen. Das ist jetzt nun ein kompletter Widerspruch zu allen Zielen der Dort offiziellen ausgeschaltet ist, der Verkehrspolitik. Grenz wurde ausgeschaltet. Ich habe Sie nicht verstanden gerade. Das ist jetzt wiederum ein kompletter Widerspruch zu allem, was Sie in der traditionellen Verkehrspolitik haben. Weniger Verkehr zu fordern, ist im Verkehrsministerium bisher natürlich noch nicht die Agenda, ist noch nicht die Tagesordnung. Es macht auch nur Sinn, wenn Sie sagen, nein, wir garantieren die Mobilität der Bevölkerung mit weniger Verkehr. Die Trennung von beiden, im Englischen verwende ich dann die Begriffe Access, Zugang für die Mobilität und Transport oder auch Traffic für den Verkehr. Die Trennung ermöglicht eine Hierarchie. Und das ist ein großer Unterschied. Und wir werden da am Ende der ganzen Veranstaltung nochmal drauf zu bekommen. Jetzt hieß es am Anfang Sustainable. Ja, diese nachhaltige Entwicklung, die ist ja sowieso überall nötig. Wie ist das eigentlich mit dieser nachhaltigen Entwicklung? Was haben die denn damals, Brundtland und Konsorten in Rio, definiert?
Na, die haben nicht einen Zustand, nicht Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein offener Begriff. Die haben nachhaltige Entwicklung definiert. Und das ist eine Entwicklung, die eben die Bedürfnisse der lebenden Menschen ermöglicht, aber die der künftigen Generationen, aller künftigen Generationen, nicht unmöglich macht. Jetzt übersetzen Sie das mal bitte aufs Verkehrswesen. Was heißt eigentlich Bedürfnisse der Lebenden ermöglichen? Na, die muss ich ans Ziel bringen. Die brauchen Mobilität. Und was heißt Bedürfnisse der Künftigen nicht unmöglich machen? Naja, die wollen vielleicht auch noch Energie haben und Ackerboden und eine Fläche für die Stadt zur Erholung und vielleicht ein Klima und vielleicht auch noch andere Ressourcen. Da wäre es schlecht, wenn wir alle Ressourcen überstrapazieren. Dann kommen wir eigentlich zu genau demselben Schlussergebnis. Nachhaltige Entwicklung hat auch diese Trennung. Und es ist zwingend, dass wir Menschen heute ans Ziel bringen, aber damit Menschen in einigen Generationen noch ans Ziel kommen können, da geht es nicht, dass wir das Klima ruinieren. Da geht es nicht, dass wir alle Energievorräte brauchen oder die Flächen in den Wohngegenden zu asphaltieren. So, und jetzt sind wir eigentlich schon am Thema. Verkehr ist fast vollständig fossil. Es ist der Sektor der Industrien, der Gesellschaften weltweit, der je nach Abgrenzung 95%, 98%, 93% von Erdölderivaten, manchmal auch noch von Kohle oder Erdgas abhängt. Und damit stellt sich die Frage für den Vortrag, das war die Einführung, wie garantieren wir eigentlich Mobilität ohne fossile Kraftstoffe? Wir reden nicht über minus 50 oder sowas, wir reden über ohne Kerosin, ohne klassisches, wir reden über ohne Benzin und Diesel. Ja, Herr Dr. Richter, hätten Sie da eine Lösung? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Alle reden von klimaneutral und die EU will bis 2050 komplett klimaneutral werden. Aber eigentlich wissen wir noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Im Gegensatz dazu gibt es offenbar schon ganz viele Firmen, die das Problem für sich komplett gelöst haben. Hier nur ein paar Beispiele. Lichtenauer ist klimaneutral. Nespresso-Kaffee, das ist die Firma mit diesen Alu-Kapseln, die will bis 2022 klimaneutral werden. Die Deutsche Bank ist bereits seit 2013 klimaneutral, natürlich nur in der Büroarbeit, nicht in ihren Anlagen. Apple bezeichnet sich als CO2-neutral. Und wenn man eine Weile sucht, findet man ganz viele Universitäten und Hochschulen, die sich ebenfalls als klimaneutral ausweisen. Aber auch im Verkehr greift Klimaneutralität um sich. Es gibt also verschiedene Anbieter. Man kann zum Beispiel klimaneutrale Speditionsdienstleistungen bei Christ buchen. Man kann mit EasyJet klimaneutral fliegen. Man kann mit der Deutschen Bahn im Fernverkehr klimaneutral fahren. Und Volkswagen bewirbt den ID.4 als das erste rein elektrische SUV der Marke Volkswagen, das bilanziell CO2-neutral ausgeliefert wird. Es gibt viele Beratungsfirmen, wie hier zum Beispiel First Climate, die den Unternehmen erklären, wie man in 3 Schritten zum klimaneutralen Unternehmen wird. Warum sollte man das tun? Die Begründung ist, als klimaneutrales Unternehmen zeigen sie nachhaltiges Engagement für den Klimaschutz. So können sie umweltbewusste Stakeholder für sich gewinnen und langfristig binden. Weniger CO2-Emissionen bedeuten deshalb mehr Geschäftserfolg. Und die Webadresse ist auch gleich klimaneutrales Unternehmen mit Nachhaltigkeit zum Geschäftserfolg. Ein anderer Anbieter für solche Dienstleistungen ist Climate Partner. Hier ein Screenshot, ein Auszug von der Webseite. Es sind im Prinzip immer diese 3 Schritte, mit denen da argumentiert wird. CO2 berechnen, also im Prinzip eine CO2-Bilanz erstellen. CO2 reduzieren und vermeiden. Der Hauptpunkt ist dabei im Wesentlichen das Umstellen auf Ökostrom. Auch Videokonferenzen statt Geschäftsreisen sind ein Thema oder Bahn statt Inlandsflug. Und der dritte Punkt ist immer CO2 ausgleichen. Alle unvermeidbaren Emissionen gleichen sie durch ein Klimaschutzprojekt aus. Damit wird Ihr Unternehmen klimaneutral und Sie dürfen das Label klimaneutral verwenden. Wir stellen Ihnen Marketingmaterial zur Verfügung, um Ihre Klimaneutralität zu kommunizieren. Hier geht es um das Label klimaneutral. Gibt es das überhaupt? Oder kann jeder für sich deuten, was klimaneutral ist? Was sagt das Umweltbundesamt zu dem Thema? Ich nehme immer gerne ein Zitat zu einer offiziellen Stelle mit in den Vortrag, damit Sie nicht denken, dass ich hier Verschwörungstheorien verbreite. Das Umweltbundesamt sagt, dass das Ganze nicht so einfach ist und dass das Ganze was mit sogenannten Greenwashing zu tun hat.
da der Begriff klimaneutral in keiner Weise geschützt ist. Jeder kann behaupten, was er will. Was bedeutet das für unser heutiges Thema? Wir müssen über Stromherstellung reden und wir müssen über Kompensation reden. Ich habe Ihnen dazu zwei kurze Exkurse vorbereitet, Ökostrom und Kompensation. Wir beginnen mit Ökostrom. Wenn es darum geht, den Strombedarf zum Beispiel für Elektromobilität zu bilanzieren, kann man auf Marginalbetrachtung oder auf Mittelwertbetrachtung zurückgreifen. Beginnen wir hier mit der Marginalbetrachtung. Diese stellt die Frage, wie wird der zusätzliche Strom für die zusätzlichen Abnehmer erzeugt? Werden alte Steinkohlekraftwerke wieder höher ausgelastet? Werden neue Gaskraftwerke gebaut? Werden erneuerbare Energiequellen ausgebaut, die sonst nicht ausgebaut worden wären? Gegenüber einer Mittelwertbetrachtung kann sich die Klimabilanz dadurch durch diese Annahmen deutlich verschlechtern, zum Beispiel durch ein Kohlekraftwerk, oder deutlich verbessern, durch zusätzliche Investitionen in erneuerbare Energien zum Beispiel. Hier sehen Sie schematisch, wie der allgemeine Strombedarf gedeckt wird. Am wenigsten regulieren lassen sich Kernkraftwerke ganz unten. Die müssen kontinuierlich laufen. Ähnlich ist es mit den Kohlekraftwerken. Die sorgen also gemeinsam für die Mittel- und die Grundlast. Die erneuerbaren Energien sind volatil, schwanken also in Abhängigkeit von Wind, Sonne und Wasser. Und die letztliche Anpassung des Stromangebotes an die rote Nachfragekurve erfolgt durch moderne Gaskraftwerke, die gut regulierbar sind, allerdings auch die höchsten Kosten für den Strom erzeugen. Was würde jetzt passieren, wenn, bitte nochmal zurück. Was würde passieren, wenn jeder sein Auto 17 Uhr nach der Arbeit lädt? Die Nachfragekurve würde mehr Berge bekommen und die Gaskraftwerke müssten die erhöhten Spitzen abfangen. Was würde passieren, wenn wir durch Lademanagement oder entsprechende finanzielle Anreize dafür sorgen, dass die Pkw in der Nacht geladen werden, dann würde die Kurve geklettet werden und die zusätzliche Nachfrage könnte durch eine Erhöhung der Mittel- und Grundlast, also durch Kohle oder Kernkraft, abgedeckt werden. Ein erhöhter Anteil erneuerbarer Energien könnte eigentlich nur durch staatliches Eingreifen erreicht werden und wird nicht wirklich durch die Nachfrage gesteuert. Hier sehen Sie die Emissionsfaktoren, die CO2-Emissionsfaktoren für die Stromerzeugung der verschiedenen Kraftwerke, also ganz oben Braunkohle und Steinkohle. Im Erdgas hat ungefähr die Hälfte dann und Photovoltaik hat auch noch ein bisschen was und die sehr geringen Emissionsfaktoren dann für die anderen Quellen. Weiter. Da die Marginalbetrachtung in Abhängigkeit von den Annahmen zu extrem unterschiedlichen Ergebnissen in der Berechnung führt, und nur bei wirklich erheblichen Änderungen in der Nachfrage sinnvoll ist, wird in der Bilanz der Elektromobilität meist auf Mittelwertbetrachtung zurückgegriffen. Es gibt also einen Strommix, der für alle gleich angesetzt wird. Hier in unserem Beispiel fahren 10 Autos mit einem Strommix aus 30% erneuerbaren Quellen und 70% nicht erneuerbaren. Das lässt sich gut bilanzieren. Was passiert aber nun, wenn ich anfange, in Ökostrom und Normalstrom zu unterscheiden und diese getrennt zu vermarkten? Nehmen wir an, von den 10 Autofahrern lädt einer mit dem Ökostromtarif, die anderen nicht. Wenn wir das in der Bilanz berücksichtigen würden, dann verbessert sich die Bilanz des einen, die aller anderen verschlechtert sich entsprechend, da sich die physikalische Zusammensetzung des Stroms ja nicht ändert, sondern nur die bilanzielle Zuordnung. Würde der gesamte verfügbare Ökostrom aus dem Mix separat vermarktet, dann können 3 Autos nahezu emissionsfrei fahren, die anderen 7 umso dreckiger. Auch hier würde sich in der Summe nichts gegenüber Fall 1 ändern. Nun werden Sie sagen, okay, aber wenn jetzt der 4. kommt und Ökostrom haben will, dann muss ja zusätzlicher Ökostrom erzeugt werden und dann wird sich das auf die Bilanz positiv auswirken. Auch das ist leider nicht so. Dafür sorgen RECS-Zertifikate. Wie funktionieren die? Dazu auf diesen nächsten Folien weiter. Hier sehen Sie den Stromerzeugungsmix verschiedener europäischer Länder. Sie sehen, grau ist fossil, grün ist erneuerbar, rot ist Atom. Das unterscheidet sich nach den Ländern ganz deutlich, auch wenn man das jetzt nicht erkennen kann, was das für Länder sind. Aber wir sehen vielleicht, Polen setzt auf Kohlestrom, Frankreich auf Atomstrom und Norwegen und Island versorgen sich komplett mit erneuerbarer Energie. Was Sie in der Folie nicht so gut sehen, ist, dass die
Balken jeweils geteilt sind. Die linke Hälfte ist sozusagen der Stromherstellungsmix. Das ist letztlich der physikalische Mix des Stromes, wie er erzeugt wird. Und die rechte Hälfte des Balkens jeweils ist der Stromversorgermix. Das ist praktisch die bilanzielle Zuordnung. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen das ein bisschen näher nochmal rangezoomt. Ich habe Ihnen hier praktisch als Beispielfälle Deutschland, Frankreich, Norwegen und Island herausgesucht. In Deutschland wurden im Jahr 2017 etwa 34% Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. In der Stromkennzeichnung, also in der Ausweisung, waren aber über 50% als erneuerbar ausgewiesen. In Frankreich erzeugt man Atomstrom und weist den auch so aus. In Norwegen und Island erzeugt man nahezu 100% erneuerbaren Strom, weist aber nur unter 30% bilanziell in der Stromkennzeichnung aus. Norwegen und Island erzeugen also in ihren Wasserkraftwerken Strom, der im Inland verbraucht wird. Sie erhalten dafür sogenannte REC-Zertifikate oder EEC-Zertifikate, wie sie jetzt heißen. Und die Idee dieser Zertifikate ist, den ideellen Mehrwert des Ökostroms vom physischen Strom abzuspalten und getrennt handelbar zu machen. Das hat sich die Stromindustrie bereits 2002 so ausgedacht. Norwegen und Island verkaufen also ihre Zertifikate an Deutschland, wo man die Leute dann mit einem hohen Ökostromanteil in der Kennzeichnung beruhigt. Physikalisch passiert eigentlich überhaupt nichts, da es gar keine Stromleitung von Island zum Kontinent und auch keine von Norwegen nach Deutschland gibt. Auch zu irgendwelchen Stromexporten besteht keinerlei Zusammenhang. Die Deutschen sind zufrieden mit über 50% Grünstromanteil in der Bilanz. Die Isländer und Norweger wissen, dass sie physikalisch 100% Ökostrom haben und interessieren sich überhaupt nicht für ihre Bilanz, die für sie mit über 50% fossilem Anteil eigentlich negativ ausfallen würde. Man könnte also sagen, eine Win-Win-Situation, nur nicht fürs Klima. In der Grafik sehen Sie die Stromherstellung und Kennzeichnung nochmal in absoluten Werten. Sie können also hier sehen, dass einige Länder wie Deutschland, Großbritannien und die Niederlande solche Zertifikate aufkaufen, um ihre Bilanz zu verbessern. Und andere Länder wie Italien, Island und Norwegen gnadenlos Zertifikate verkaufen, ohne Rücksicht auf ihre eigene Bilanz. Erwähnen muss man noch, dass diese Zertifikate relativ billig sind, weil es einen gewissen Überschuss davon gibt. Für einen normalen Haushalt würde das also ungefähr 2 bis 5 € im Jahr kosten, sich praktisch mit solchen Zertifikaten Grünstrom zu kaufen. In der Grafik sehen Sie auch, dass Deutschland der größte Stromexporteur in Europa ist, weil praktisch die linke Hälfte des Balkens höher ist als die rechte. Natürlich wird bilanziell nur fossiler Strom exportiert. Woher kommen diese Zertifikate für Deutschland? Denn also hier die knappe Hälfte kommt aus Norwegen und Österreich, Frankreich, Schweden liefern Zertifikate für Deutschland. Interessant finde ich immer Island, weil das da besonders absurd wirkt. Diese Insel, die überhaupt keine Stromverbindung zum Festland hat, verkauft uns also Zertifikate über Ökostrom. Hier nochmal die Daten für Norwegen für das Jahr 2016 in einer anderen Darstellung, aus einer anderen Quelle. Das Diagramm rechts unten, also dieses blaue Tortendiagramm, das zeigt die physikalische Zusammensetzung des Stroms in Norwegen. 98% erneuerbarer Strom, 2% fossiler Strom. Nach dem Verkauf der Zertifikate entsteht links dieses bunte Tortendiagramm. Da hat dann Norwegen eigentlich 64% fossilen Strom, 21% Atomstrom und nur noch 14% erneuerbaren Strom in seinem Mix und müsste das eigentlich so als Bilanz ausweisen. Unter dem Gesichtspunkt ist es dann erstaunlich, dass man immer wieder liest, dass praktisch Norwegen so ein Vorbild ist bei der Förderung der Elektromobilität, was ja bei diesem Strommix zu einem nahezu klimaneutralen Autoverkehr führt. Hier ein aktuelles Beispiel jetzt vom März 2021 aus der Wirtschaftswoche. Von Norwegen lernen heißt E-Autofahren lernen. Zitat, Norwegen hat zudem dank intensiver Wasserkraftnutzung einen der CO2-ärmsten Strommixe der Welt, sodass selbst für Laien klar ist, dass auch indirekt kaum CO2-Emissionen durch das E-Auto entstehen, sagt Stina Johansen von der skandinavischen Strombörse Nordpool in Oslo. Ja, Laien können das vielleicht glauben. Die Dame von der Strombörse sollte es eigentlich besser wissen, dass ihr Strommix in Norwegen in der Bilanz eigentlich gar nicht mehr so sauber ist. Hier sehen wir nochmal praktisch, so sieht er eigentlich aus, eigentlich ziemlich orange und rot.
Auch hier nochmal die Absicherung über die Meinung des Umweltbundesamtes zum Thema Verhindern Herkunftsnachweise Greenwashing. Herkunftsnachweise und ihre Nutzungsmöglichkeiten können nicht verhindern, dass Elektrizitätsversorger behaupten, Ökostrom an ihre Kunden zu liefern, obwohl sie lediglich Strom aus Atomkraft oder Kohlekraftwerken liefern und diesen mit Hilfe von zusätzlich eingekauften Herkunftsnachweisen als Grünstrom deklarieren. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen will, findet hier Climate Change 30/2019 vom Umweltbundesamt herausgegeben, Marktanalyse Ökostrom 2. Interessante Literatur. Da wird das Ganze, was ich versucht habe, ganz kurz darzustellen, sehr ausführlich dargestellt. Ist natürlich alles noch ein bisschen komplizierter, als ich Ihnen das jetzt so ganz kurz darstellen könnte. Aber im Prinzip ist es so. Was dabei noch interessant ist, dass es eigentlich einen großen Überschuss an solchen Herkunftsnachweisen gibt und wir also auch eine 30-prozentige Nachfragesteigerung nach erneuerbaren Energien nur über die bereits vorhandenen Herkunftsnachweise abdecken könnten. Wir müssten also dazu überhaupt noch nicht zubauen. Zum Fazit bezüglich des Ökostroms. Der Anteil erneuerbaren Energien im Strommix ist eine entscheidende Größe bei der Energiewende und auch die Effekte der Elektromobilität hängen entscheidend vom Ausbau der erneuerbaren Energien ab. Dabei ist es aber wichtig, dass wirkliche Fortschritte im Ausbau gemacht werden und nicht über Taschenspielertricks die Bilanzierung beeinflusst wird. Die häufig angewandte Verwendung von 100% Ökostrom in der Bilanzierung von Elektromobilität ist aus meiner Sicht grob unwissenschaftlich. Auch wenn ich weiß, dass Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle ist, habe ich Ihnen hier ein Wikipedia-Zitat eingefügt, weil ich es sehr treffend fand und um Ihnen zu zeigen, dass ich mit meiner Meinung nicht ganz allein stehe. Wikipedia sagt, beim Kunden erzeugt Ökostrom die Vorstellung, durch seinen Tarifwahl die Emissionen von CO2 zu vermindern. Diese Annahme ist irrig, denn aufgrund der Einspeisepriorität für regenerativ erzeugten Strom ist eine bloße Änderung des Geldflusses ohne Wirkung auf die CO2-Emissionen. Ein Ökostromtarif bei einem großen Energieanbieter ist also eher wirkungslos und erhöht nur den Gewinn der Konzerne, die fossilen Strom produzieren. Es gibt natürlich Anbieter, die garantieren, ihre Gewinne in regenerative Technik zu investieren. Mit ein bisschen Recherche im Internet findet man diese. Allerdings wird man auch bei diesen Anbietern nicht sofort CO2-neutral. Man unterstützt nur die richtigen. Ja, das war der Exkurs Ökostrom. Kommen wir zum Thema Kompensation. Das ist praktisch schon mal der dritte Schritt, der angeboten wird, um klimaneutral zu werden. Sie kennen das sicherlich. Bei Flugreisen ist das System bekannt. Man zahlt einen bestimmten Betrag an ein Unternehmen, welches in Entwicklungsländern Projekte zur CO2-Minderung durchführt. Und man kann sich seine Flugreise dann CO2-frei stellen lassen. Das bekannteste Unternehmen dieser Art ist Atmosphäre. Es gibt aber eine Vielzahl von Anbietern. 2018 hat das Umweltbundesamt eine Liste mit 27 Anbietern veröffentlicht. Ich bin mir sicher, inzwischen sind es wahrscheinlich doppelt so viel, weil viele gemerkt haben, dass es ein super Geschäftsmodell ist. Diese Anbieter sind natürlich auch unterschiedlich seriös. Das sieht man schon an den Preisen. Ich habe mal für einen Flug Dresden-München die Preise abgefragt. Für die Kompensation, die lagen zwischen 1,50 Euro und 7 Euro. Atmosphäre hat da interessanterweise geantwortet, das ist diesen Flug nicht kompensiert, weil es eine sehr gute Zugverbindung gibt und man solle bitte die nutzen. Ein Flug von Dresden nach Los Angeles muss man zwischen 35 und 143 Euro bezahlen, um sich ein gutes Gewissen zu kaufen. EasyJet kompensiert für 30 Millionen übrigens alle seine Flüge. Da geht es natürlich nur um die reinen Emissionen. Der RFI, also praktisch die Wirkung der Emissionen in großen Höhen, wird dabei nicht berücksichtigt. Es werden nur die reinen CO2-Emissionen kompensiert. Und interessant fand ich hierbei, dass auf die Frage, warum das so günstig ist, also letztlich bei First Climate bezahlen die 3,50 Euro pro Tonne CO2, während es bei Atmosphäre 23 Euro kostet. Wurde geantwortet, dass aufgrund dieses großen Auftrages über 30 Millionen die Transaktionskosten viel niedriger wären. Da staune ich aber dann, wenn sozusagen die Transaktionskosten den Preis von 23 auf 3,50 Euro senken, dann sind da ganz erhebliche Transaktionskosten drin. Und dann muss man sich fragen, wie viel von diesen ganzen Beträgen eigentlich in den Ländern bei den Projekten ankommt. Was sind das für Projekte, die da durchgeführt werden?
meistens oder ganz viele finden in Afrika statt. Und oft sind es solche effizienten Öfen, wie hier auf diesem Bild. Das sind Öfen, die werden in den USA und in Deutschland hergestellt. Die müssen auch von den Nutzern bezahlt werden. Diese Kompensationsgelder werden praktisch für Werbung, Vorführung und Rabattierung des Kaufpreises verwendet. Und es wird also geschätzt, dass damit ungefähr die Hälfte des Holzes eingespart werden kann, was diese Familien praktisch am offenen Feuer sonst verbrauchen würden. Nur ein kleines Rechenbeispiel zu dem Thema. Eine Boeing 747 emittiert in einer Stunde ca. 90 Tonnen CO2-Äquivalent, was etwa 50 Tonnen Holz entspricht. Laut MyClimate, die das Projekt anbieten, spart so ein Kocher 2,5 Tonnen Holz im Jahr, was auf einer sehr unsicheren Berechnung basiert. Also 20 Familien können in einem Jahr das einsparen, was eine Boeing 747 in einer Stunde emittiert, falls die Familien nicht mehr kochen als vorher. Wenn sich die Familie jetzt darüber freut, dass sie mit dem gleichen Holzvorrat doppelt so viel kochen kann, dann findet eigentlich keine Einsparung statt und dann könnte man eigentlich auch nichts damit kompensieren. Andere Projekte sind zum Beispiel Trinkwasserbrunnen. Da geht man in der Berechnung davon aus, die Familien haben sich vorher mit Oberflächenwasser versorgt, mussten das immer abkochen. Dadurch, dass sie das jetzt aus dem Trinkwasserbrunnen haben, müssen sie es nicht mehr abkochen und die eingesparte Energie kann in CO2 umgesetzt werden. Ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn die Familie das Wasser vorher doch nicht abgekocht hat oder wenn sie sich jetzt mit diesem Trinkwasserbrunnen eine Suppe oder einen Tee kocht. Keine Ahnung, ob das in diesen Berechnungen berücksichtigt wird. Sehr häufig sind Waldschutzprojekte dabei, meist in Südamerika. Die sind sehr umstritten. Also Atmosphäre zum Beispiel hat gar keine Waldschutzprojekte in seinem Portfolio, weil Waldschutzprojekte nicht wirklich dauerhaft CO2 binden können. Das kann also beim nächsten Waldbrand durch einen Schädlingsbefall, durch eine Umweltveränderung der Wald absterben und dann ist das CO2 komplett wieder freigesetzt. Außerdem gibt es da Probleme sozusagen mit der Flächenverdrängung, dass praktisch eine Fläche gekauft wird und aufgeforstet wird und dafür die Eigentümer woanders ein Stück Regenwald abholzen und dort dann anbauen. Also sehr umstritten, die Waldschutzprojekte. Nächste Folie. Hier habe ich Ihnen mal dargestellt, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. In der rechten Folie sind es die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in ausgewählten Regionen. Also ganz oben Saudi-Arabien, 18,6 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Knapp drunter USA mit 16,1. Deutschland ist der orange Balken, 9,2 Tonnen pro Kopf und Jahr. China knapp unter uns mit 8 Tonnen. Und ganz unten sehen Sie 0,8 Tonnen, also nahezu CO2-neutral, leben die Menschen in Subsahara-Afrika. Genau dort finden die meisten dieser Projekte statt. Wenn Sie auf der linken Seite die Verteilung der absoluten Emissionen sehen, dann sehen Sie 3,8% der weltweiten CO2-Emissionen finden in Afrika statt. Afrika hat etwa 17% der Weltbevölkerung. Und genau dort soll also praktisch das ganze CO2 kompensiert werden, was hier durch Flüge oder Mobilität freigesetzt wird. Das ist irgendwie, denke ich, zumindest ein begrenztes Potenzial. Hier habe ich Ihnen die Vor- und Nachteile oder Pro und Contra der Kompensation nochmal zusammengestellt. Letztlich für die Kompensation wird angesprochen, dass Fliegen oder Autokauf dadurch teurer wird und die Klimaproblematik dem Nutzer verdeutlicht wird. Die Emission wird irgendwie messbar, greifbar. Auch sind diese Projekte weitgehend positiv zu bewerten, ist ja gut, wenn da ein Trinkwasserbrunnen gebohrt wird oder die bessere Öfen haben. Es ist ein Geldfluss von reich zu arm. Manche sagen, es ist besser als nichts oder ein Anfang. Dagegen spricht, dass das Ganze eine Art Ablasshandel ist, dass es ein Greenwashing ist. Man kann sozusagen dann mit gutem Gewissen klimaschädliche Handlungen ausführen. Und die Rebound-Effekte werden bei dem Ganzen eigentlich in der Berechnung vernachlässigt, wenn also sozusagen auch bei den Nutzern dort veränderte Handlungsweisen dadurch entstehen. Das sind sehr triviale Berechnungen, die da angestellt werden, ohne jegliche dynamische Effekte. Wie gesagt, ethisch finde ich bedenklich, dass Menschen, die weitgehend klimaneutral leben, für uns CO2 einsparen sollen. Das Ganze hat ein extrem begrenztes Potenzial. Das ist also kein Modell für die ganze Welt. Und meine größte Befürchtung ist, dass dadurch echte Maßnahmen blockiert werden. Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt. Jetzt der Herr Becker.
An dieser Stelle möchte ich eigentlich eine Hommage an eine kleine junge Dame aus Schweden loswerden. Wir haben es als Wissenschaftler ja nicht immer leicht und auf mancher Demo, so am Montagabend, ich habe jetzt nicht Montagsdemo gesagt, da hat man als Wissenschaftler einen schweren Stand. Es gibt da jetzt eine Dame aus Schweden, die saust durch die Welt und sagt nichts anderes, als glaubt endlich den Wissenschaftlern. Und das finde ich total unterstützend und nett von der Dame. Die hat über eine Serie in der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter geschrieben, Bra och lärorik serie av Dagens Nyheter som granskar klimatkompenseringsbluffen som med stor sannolikhet gör mer skada än nytta. I de allra flesta fallen. Det här måste bli allmän kunskap 2020. Sie sagt, dieser Bluff, der mehr Schaden als Nutzen macht, muss allgemeiner Wissensstand werden im Jahr 2020. Da hat sie sich auch geirrt. Das ist noch nicht allgemeiner Wissensstand in 2020. Ende der Hommage. Wir machen mit einem Beispiel weiter. Ja, ich habe Ihnen hier den VW ID3 mal rausgesucht. Den bewirbt VW also als bilanziell CO2-neutral. Wie schafft das VW? Das sind wieder diese üblichen Schritte. Die Batteriezellfertigung wird mit einem Ökostromtarif ausgeführt. Das Werk Zwickau arbeitet mit einem Ökostromtarif. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen aus der Herstellung werden in Klimaschutzprojekten kompensiert. Und die Käufer werden aufgefordert, in der Nutzungsphase mit einem Ökostromtarif zu laden, damit sie auch in der Nutzungsphase CO2-neutral unterwegs sein können. Wenn wir uns das mal genauer ansehen, ja, die Batteriezellfertigung in Polen mit Ökostrom, das ist hier in dem Diagramm der Strommix von Polen dargestellt. Also sie haben 3/4 Kohle in ihrem Mix und 14% erneuerbare Energien. Wenn also VW da seine Batterien herstellt, gehen wahrscheinlich diese 14% erneuerbaren Energien drauf und alle Glühbirnen in Polen leuchten dann mit Kohlestrom oder es wird als über Zertifikate aus Island zugekauft. Das Werk Zwickau, was mit Ökostrom arbeitet, da habe ich mir den Umweltbericht von VW angesehen, leider nur 2018, 2017 im Netz verfügbar. Aber da war es so, also das Werk in Wolfsburg hatte 2,6% erneuerbare Energien in seinem Strommix oder in seinem Energiemix und das Werk in Zwickau 0,1%. Das Besondere bei VW ist, die beziehen ihren Strom also nicht irgendwie von der RWE oder von großen Energieversorger, sondern die haben ihre eigene Kraftwerke. Die VW Kraftwerk GmbH versorgt also die VW-Standorte. Die Kraftwerk GmbH verfügt im Wesentlichen über Kohlekraftwerke, die zum Teil zurzeit zu Gas umgestellt werden. Der erneuerbare Energieanteil ist da minimal. Ich habe mich deswegen dann gewundert über das Zitat auf der VW-Seite, noch mehr grüner Strom für die Volkswagen-Werke. Da stand, bereits heute ist die externe Stromversorgung der 16 Werke der Marke Volkswagen ohne China weltweit zu 70% auf Strom aus regenerativen Quellen umgestellt. Da ich weiß, wie der Strommix der VW Kraftwerks GmbH ist, hat mich das gewundert. Aber beim genauen Lesen sieht man natürlich, das Externe ist eigentlich das Wesentliche dran. Dort, wo VW Strom zukauft, also vielleicht für die gläserne Manufaktur oder solche Standorte, die also irgendwo extern sind, da kauft VW 70% Ökostrom und will das auch noch auf 90% erhöhen. Aber mit der Gesamtversorgung von VW hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Und der dritte Schritt, immer die Kompensation. Wie macht das Volkswagen? Da steht auf der VW-Seite, das erste von Volkswagen unterstützte Projekt schützt den Katingan Mentaya, ein Wald auf kohlenstoffreichen Torfböden in Indonesien. Der Schutz dieses 149.800 Hektar großen Waldes im Zentrum von Kilimantan auf der Insel Borneo verhindert die Freisetzung von etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das Projekt, ich hatte ja schon gesagt, dass Waldprojekte kritisch sind, weil wenn man den Wald schützt, dann vermeidet man ja nur, dass CO2 freigesetzt wird und kompensiert, nicht wirklich. Und das Projekt von VW hat sich Greenpeace genauer angesehen. Da gibt es also im Internet eine 17-seitige Veröffentlichung unter dieser Adresse, die da unten steht. Und dort ist es also so, dass es besonders absurd ist, die ganze Sache. Die angenommenen Bedrohungen für dieses Waldgebiet, die das Projekt also abzuwenden vorgibt, entpuppen sich bei näherer Betrachtung als extrem unwahrscheinlich oder gar ausgeschlossen. Seit 2011 gibt es dort also von der indonesischen Regierung ein Moratorium, dass Plantagen auf dem gesamten Projektgebiet ohnehin untersagt sind. Dieser Wald würde auch ohne das Projekt gleich viel CO2 speichern. Das ist also ein Beispiel
für diese Verwendung des Ganzen im Thema Marketing. Jetzt haben Sie meine Exkurse zu Ökostrom, Kombination gehört, es ging auch um Elektromobilität. Wenn Sie daraus den Eindruck bekommen haben, dass ich Elektromobilität, Ökostrom und Kompensation ablehne, dann haben Sie mich komplett falsch verstanden. Erneuerbare Energien sind unsere einzige Chance und Elektromobilität kann sehr gut dazu beitragen, diese auch im Verkehr zu nutzen. Nur laufen aus meiner Sicht die Beschreibungen derzeit leider nicht wirklich in die richtige Richtung. Es geht nicht darum, das Thema im Marketing zu missbrauchen, sondern wir müssen Fortschritte erzielen. Wir müssen auf dem Weg vorankommen. Das sehe ich im Moment gerade nicht wirklich. Die Kombination ist aus meiner Sicht eine Nische mit einem sehr beschränkten Potenzial, die man nicht zur Lösung des Problems hochspielen sollte. Jetzt hätten wir doch fast eins noch vergessen. Sie können doch draußen auch Autos kaufen. Die sind klimaneutral. Kaufen Sie sich so einen Tesla-Elektrowagen. Da gibt es auch noch ein paar Besonderheiten. Wir haben in der Europäischen Union nach langer, langer Kampf, der war sehr komisch geführt worden, Supercredits. Und Supercredits heißt, dass Elektroautos bei deren Herstellung und bei deren Batterieproduktion natürlich auch fossile Energien eingesetzt werden, als Nullautos zählen. Allerdings, sie zählen mehrfach als Nullautos. Und das können Sie dann sehr schön ersehen, wenn Sie die Bilanzen zum Beispiel von Tesla betrachten. Ich habe Ihnen die offiziellen Daten der Tesla-Jahresberichte rausgeholt. Nein, im Jahr 2019 war doch ein Verlust von $862 Millionen, aber Tesla hat 2020 Gewinn gemacht. 721 Millionen Dollar Gewinn. Wie kamen dieser Gewinn zustande? Na, aus Geschäftstätigkeit war es immer noch ein Verlust von 879 Millionen. Aber Tesla hat vor allem an General Motors und Ford, aber auch an andere Zertifikate verkauft. Und da sind 1600 Millionen aus diesem Zertifikateverkauf reingekommen. Also man kann auch mit Autos, die natürlich nicht klimaneutral null CO2 haben, aber als solche gezählt werden, ein Geschäftsmodell aufbauen. Und in Europa ist es jetzt noch eine Nummer verschärfter. Da ist es nämlich so, dass dieses Auto dann in einen Herstellerpool eingebracht werden kann und doppelt als Nullauto zählt, etwa im Jahr 2020. Die Werte ändern sich. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Wir nehmen mal an, so ein ganz klassischer Cayenne, so ein größeres, schwereres, stärkeres, schnelleres Auto. Im TÜV-Prüfzyklus hat das 213 Gramm CO2 je Kilometer. Das ist natürlich viel mehr als die 95. Der ist jenseits aller Flottengrenzwerte. Im Realverbrauch müssen Sie mit 250 Gramm pro Kilometer rechnen. Wenn jetzt nur mal angenommen Porsche ein Pool mit Tesla bilden würde und ein Cayenne und ein Tesla irgendwelches, egal welches, verkauft würde, ja, dann hätten wir natürlich die 213 Gramm im TÜV-Prüfzyklus, die sowieso keiner glaubt, und zweimal die Null aus dem anderen Tesla. Da kämen wir dann also Summe 213 durch 3, so etwa auf 71 Gramm. Das heißt, wenn Porsche auf 8 Cayenne nur noch 5 Teslas dazu kauft, dann kommen sie von den 230 durch 5 Teslas mal 2, die gehen also 10 mal 0 ein, genau auf 94,67 Gramm. Und damit sind alle diese Cayennes im Flottengrenzwert enthalten. Also ich kann da mal ganz kurz zusammenfassen. Jeder verkaufte Tesla sorgt so über solche Prozesse dafür, dass so ein Verbrenner mit dreifach über den Grenzwert liegenden CO2-Emissionen plötzlich rechentechnisch und ganz legal unter dem Flottengrenzwert liegt. Also auch da, es ist nicht wirklich dann klimaneutral, wenn wir die gesamten Effekte einbeziehen. So, und jetzt rede ich einen Schritt zurück und sage, also das ist mit dem klimaneutral undefinierter Begriff offensichtlich doch nicht so leicht. Na, vielleicht ist ja eben auch der Verkehr der schwerste Sektor, wo man vielleicht gar nicht so viel Klima schützen, CO2-Emissionen reduzieren kann. Und da sage ich doch, das ist nicht aussichtslos. Man kann im Verkehr was machen. Und die Lösungsmöglichkeiten, die Ansätze liegen ja schon immer auf der Hand. Man kann vermeiden, verlagern, verbessern, so lernen das die Studierenden. Man kann Suffizienz, Push and Pull und natürlich Effizienz Ansatzmaßnahmen umsetzen. Ich mag mit Ihnen die drei jetzt mal ganz kurz zusammen durchgehen. Zunächst mal zur Suffizienz, zum Vermeidungsabsatz. Ich höre immer, oh, da ist Verzicht. Ich habe schon gehört, Herr Becker, Sie wollen uns auf die Urwaldbäume wie im Neandertal zurückbomben. Ich glaube,
Der Suffizienzansatz ist der unterschätzte Ansatz, denn mit Verzicht hat er nun wirklich nichts zu tun. Es wäre ja nur einfach, das, was wir nicht wirklich haben müssen, haben wollen, was unnötig ist, was uns belastet, wegzulassen. Und man kann tatsächlich auch Ziele in der Nähe erreichen. Die müssten eventuell natürlich entsprechend gefördert, ausgebaut werden. Doch Urlaub ist auch in der Sächsischen Schweiz oder im Oderbruch möglich. Also je nachdem muss das nicht als Verzicht passieren können. Und dann hätten wir eine lebenswertere Wohnumgebung, hätten viele Kontakte in Nahräumen. Ja, manche probieren das ja zurzeit aus. Vor allem die unnötigen Verkehre, die man eigentlich selbst nicht haben will, die wären dann unnötig. Und diese Suffizienzvermeidungsstrategien, die kommen ganz automatisch, wenn wir diese eine große Baustelle im Verkehr mal ein bisschen bewegt haben. Und die heißt eben, externe Kosten, Riesen, Milliarden, Hunderte von Milliarden ungedeckte externe Kosten des Verkehrs in der EU jedes Jahr, die müssen reduziert werden. Keine Volkswirtschaft kann sich solche Kostenüberschüsse auf längere Zeit leisten. Und wenn wir etwas weniger Kostenlüge, etwas mehr Kostenwahrheit haben, ja, dann kommt das ganz automatisch, weil das sich einfach dann nicht mehr rechnet. Erster Ansatz. Im Moment noch unterschätzt, langfristig ist da sehr viel Potenzial drin. Der zweite Punkt war Push and Pull. Ja, dieses Verlagern vom einen aufs andere. Und was ich dann immer wieder erzählen muss draußen, ist, dass da eine Und-Verknüpfung dazwischen ist. Sie müssen das eine und das andere machen. Sowohl bei Kindern in der Erziehung gibt es beide Aspekte der Erziehung. Bei Push and Pull müssen sie eben was attraktiver und was unattraktiver machen. Ja, das ist politisch schwierig. Also natürlich will die Politik und auch die Firmen immer nur, dass die etwas weniger schlechten Verhaltensweisen und Fahrzeugen durch die Politik attraktiver gemacht werden. Das ist ja, ich mache was Gutes für euch. Aber der zweite Punkt, die sehr umweltbelastenden etwas weniger unattraktiv zu machen, der wird meistens vergessen. Und so geht das nicht. Also ich kann das politisch nachvollziehbar sehen, aber in der Regel ist das kontraproduktiv. Und jetzt will ich Ihnen einfach ein paar Beispiele bringen. Wieder VW-Seite. Nicht, dass Sie denken, wir hätten was gegen die Firma, aber es ist ein großer deutscher Konzern. Auf den Seiten der anderen ist das durchaus ähnlich. Der Umweltbonus zahlt sich vor allem für den Kunden aus. Sie kriegen als Kunde eines neuen ID3 in Deutschland den vollen Steuervorteil. Der beträgt jetzt also wirklich absolut 9.000 netto und der Herstelleranteil von 3.000, den hat VW schon abgezogen. Ja, da hat man vorher den Preis ein bisschen intern angepasst und danach wieder abgezogen. Macht es eigentlich was mit den Menschen, wenn sie 9.000 Euro Zuschuss auf ein Fahrzeug kriegen können? Was glauben Sie eigentlich? Wie verändert sich der Parkdruck in Städten, wenn die Regierung das jetzt über Jahre machen würde? Zuschüsse für den Kauf von Fahrzeugen. Also da könnte es sein, dass doch vielleicht eines dieser Fahrzeuge zusätzlich angeschafft wird und nicht einfach nur ein altes ersetzt. Aber die zweite Komponente, was wird denn dann abgeschafft, die ist Funkstille nicht vorhanden. Wir machen jetzt im Verkehr sehr große Anstrengungen, um vielleicht auch den Straßengüterverkehr, großes Segment, ein Viertel, den Straßengüterverkehr zu elektrifizieren und dann in zweiter Stufe auf erneuerbare Energien umzustellen. Ja, wie ist denn der Ansatz? Na, wir müssen es jetzt erstmal auf Staatskosten aufbauen und dann haben wir dazu zu sorgen, dass durch die Befreiung von der Energiesteuer und vielleicht durch Nutzervorteile und Zuschüsse, solange diese Elektro-Lkw, die sind ja ein bisschen teurer, die haben zwei Antriebssysteme an Bord, das ist schwerer, das verbraucht mehr Energie, das hat höhere Kosten, dass die dann so lange subventioniert werden, bis sie sich rechnen für den Betreiber. Und jetzt glauben Sie, was macht ein Verlader, was macht ein Spediteur? Er macht das dann irgendwann schon sinnvoll, betriebswirtschaftlich ist das, aber er macht damit den Straßengüterverkehr auch wieder leichter, attraktiver, vielleicht schneller, flexibler und er kann den Vorteil an seine Kunden weitergeben. Geben Sie uns jetzt den Auftrag, wir bieten 3 Cent die Kilometer billiger an und der Kunde wird es natürlich machen und dann sagen, ja, dann können wir aber auch noch eine Fahrt extra haben. Also diese Subvention von Straßengüterverkehr wirkt in der Summe leider in die falsche Richtung. Es kann ein Beitrag sein, aber da fehlt noch was. Wir haben schon über Norwegen geredet. Die Effekte sind dann ganz typisch. 2017 war Tesla Model X der Verkaufsschlager. Nee, war auf Platz 2. 2020 waren dann die Audis und Tesla 3 die meistverkauften. Und es war ja eigentlich logisch, das ist nicht durchhaltbar. Norwegen hat natürlich wieder dann
wegen Parkdruck, wegen Benachteiligung des ÖV, wegen Preisen, wegen der Zunahme der Fahrzeugzahlen einiges zurücknehmen müssen. Das sehen wir aber auch in Deutschland. So eine typische Stadt, Beispiel herausgenommen, ist nicht die einzige, bitte nicht missverstehen, Stuttgart, die Elektrofahrzeuge parken in Stuttgart und dort ist Parkdruck kostenlos. Im Talkessel können Sie dann also mit Hybrid- oder rein elektrischen oder Brennstoffzellenfahrzeugen kostenlos parken. Ich habe Ihnen ein paar Fotos mitgebracht. Die oberen drei dürfen jetzt in Stuttgart kostenlos parken. Und da muss ich verstehen, also das hätte ich mir noch vorstellen können. Aber die unteren drei dürfen jetzt auch in Stuttgart kostenlos parken. Also wenn Sie als Chef einer Agentur, Firmenchef, Mitarbeiterin irgendwo Parkplatznot haben und Sie kamen bis jetzt mit einem kleinen Wagen, kaufen Sie sich doch einen größeren. Es gibt ein paar Zuschüsse und dann ist Ihre Parkplatznot vielleicht auch etwas weniger drastisch. Und Sie sehen, auch hier fehlt wieder die zweite Komponente. Jetzt gibt es Rebound. Kollege Thieme hat schon gesagt. Rebound sind das, was wir immer haben werden und die sind in aller Regel ausgeblendet. Es gibt den finanziellen Rebound. Na klar, wenn Sie was billiger machen, wird mehr gefahren. Es gibt den funktionalen. Da holt sich Papa so einen schönen Tesla, es ist ja auch ein Fahrgefühl und das alte Auto war dann auch noch ein Audi 6 oder 8, ja, der lohnt sich nicht, den jetzt abzustoßen. Ach, der kriegt das Töchterchen, ist ja auch gerade 22. Es gibt dieses Mentale, ach, jetzt bin ich ja umweltfreundlich, jetzt kann ich auch mal. Es gibt diesen regulatorischen, die zählen eben, wie beschrieben, als Null-Emissionsauto und wirken sich auf den Flottengrenzwert auf. Irgendwo kann dann jetzt noch ein anderes verkauft werden. Es gibt diese Verkehrsinduktion darüber, dass man vielleicht am Arbeitsplatz eine kostenlose Ladesäule hat. Naja, da muss man jetzt mal gerade vorbeifahren, denn dort kann man ja dann kostenlos tanken. Und es gibt natürlich auch über die Parkplätze so einen Effekt. Die Effekte sind offensichtlich nicht ins Kalkül einbezogen. Wir haben auf vielen Ebenen durch Elektromobilitätsförderung in der jetzigen Form verkehrsinduzierende Wirkung. Da bleibt noch die dritte Strategie. Na, wir können ja die Effizienz verbessern. Und auch das wird natürlich in Deutschland gemacht. Ingenieurnation, wir haben Fahrzeugentwickler, wir haben die Leute, die sich darum kümmern. Das machen wir doch eigentlich schon immer. Ein Auto jetzt kann doch nicht mehr mit einem alten VW Käfer oder einem Trabant verglichen werden. Stimmt, die Motoren sind ganz andere, aber die Fahrzeuge ja auch. Also wenn ich mich erinnere, ein Trabant, ein Käfer, mein erster R4, 26 PS, Sie kriegen heute keine Autos mehr mit 26 PS. Die Fahrzeuge sind in der Summe breiter, höher, schneller, stärker, schwerer geworden und damit brauchen Sie natürlich dann auch mehr Energie für das Anfahren und natürlich, weil Leistung stärker, da fragt man dann auch mal die Leistungsreserven ab. Wir haben einen viel, viel unharmonischeren, beschleunigungsreicheren Verkehrsablauf. Also die Effizienzgewinne des einzelnen Motors, gleiche Größe, gleiche Art, ja, die sehe ich. Obwohl viel davon ist auf dem Prüfstand. Und in der Realität sieht das wieder anders aus. Aber in der Summe haben wir durch die Verlagerung zu den großen, schwereren Fahrzeugen mit viel mehr gefahrenen Kilometern natürlich die alle wieder aufgefressen. Es gibt da einen Unterschied zwischen Effizienz und CO2-Emissionen absolut. Effizienz oft nur aufs einzelne Fahrzeug, auf Gramm je Kilometer bezogen und gesamten Emissionen. Haben wir da den VDA als Beispiel. Die deutsche Automobilindustrie, so finden Sie es auf der heutigen Website des VDA, ich habe es heute Morgen nochmal überprüft, ihren Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen. Aha, der Rückgang des Kohlendioxidausstoßes in Deutschland, so der VDA, zeigt, dass die Anstrengungen zum Klimaschutz Wirkung zeigen. Die deutsche Automobilindustrie leistet ihren Beitrag und direkt auf dieser Seite ist unten eine Grafik, Effizienz im Straßenverkehr steigt. Und die Grafik hat hellblau die Straßenverkehrsleistung und dunkelblau die CO2-Emissionen. Ganz unten, Sie werden schwer lesen können, steht da CO2-Emissionen plus 2% seit 1990. Also die Effizienz im Straßenverkehr in Deutschland steigt, denn wir haben um 2% höhere CO2-Emissionen als vor 30 Jahren. Das ist jetzt schon ein bisschen schwer konsistent. Ich komme so langsam zum Ende. Was ist jetzt mit dem Begriff klimaneutral? Wäre ein schönes Wort, sollten wir auch haben, sollten wir nutzen. Also Fahrrad und Fuß, ja, das Erzeugung des Fahrrads lassen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen weg. Aber so wie Sie das mit der heutigen Struktur in Verbindung bringen, da sollten Sie den Begriff vielleicht vermeiden.
Man müsste natürlich eine Lifecycle-Analyse über den gesamten Zyklus machen. Viele draußen sogenannten Angebote verdienen dann das Prädikat natürlich nicht mehr, Kompensationen sind kritisch. Ja, und jetzt sind wir eigentlich mit einem negativen Effekt. Bitte vermeiden Sie den Begriff klimaneutral am Ende. Aber ich mag Sie nicht ganz entlassen mit so einem negativen Ausblick. Ich mag doch noch ein bisschen Hoffnung machen. Ich möchte nämlich mit Ihnen überlegen, wie wäre denn eigentlich jetzt eine klimagasemissionsreduzierte Gesellschaft im Verkehr möglich? Kann das überhaupt sein oder lassen wir den Verkehr jetzt gleich ganz sausen, weil es ja sowieso nicht geht? Ja, wie könnte man das rauskriegen? Na, ein Ansatz ist eben, über die verkehrsökologische Tautologie zu gehen. Und die ist zur Bewertung der Gesamteffekte von allen Maßnahmen einfach zwingend nötig. Das ist eine Formel. Und da steht auf der linken Seite absolute Emissionen von dem Schadstoff oder von Energien oder eben von CO2. Und diese Emissionen können Sie aus dem Produkt von 5 einzelnen Faktoren bestimmen. Der erste Faktor ist die Zahl der Menschen, den lassen wir jetzt mal konstant. Dann, wie viele Fahrten pro Kopf und Jahr macht denn jeder einzelne mit motorisierten Verkehrsmittel? Wie ist denn die Reiseweite? Wie viele Personenkilometer je einzelne Fahrt im Bus oder im Auto? Wie ist denn dann der Kehrwert des Besetzungsgrades? Sitzt in dem Auto einer oder fünf? Und dann ganz am Schluss, wie ist denn der technische Emissionsfaktor des Fahrzeugs und der Maschine da drin? Und Sie sehen, die einzelnen Terme, die kürzen sich alle weg. Am Schluss kommt raus Tonnen CO2 pro Jahr. Interessant ist, dass dieser letzte Faktor, die Technik, ein Faktor ist. Und alle anderen drei werden eigentlich nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich die Nische, die wir künftig haben müssen. Die Fahrleistungen und die Raumordnung, das Verhalten muss adressiert werden. Klar, die Technik bitte optimieren, bitte effizienter machen. Aber da ist natürlich irgendwann ein Punkt erreicht, wo es sich nicht mehr lohnt. Und jetzt kommen die anderen. Und jetzt brauchen wir eine Mobilitäts- oder Verkehrswende, andere Raumnutzung, andere Preise, andere Verhaltensweisen. Können wir weniger klimaschädlich werden? Von klimaneutral ist nicht mehr die Rede. Ich möchte es Ihnen an drei Beispielen erläutern. Und zwar die ganz normale Stadtmaßnahme. Alle Städte sagen zu mir, Klimaschutz, na, wir machen eine grüne Welle, da sparen alle Anhaltevorgänge, das ist toll. Na, man kann die grünen Wellen aber auch als Attraktivierung der Pkw-Fahrten betrachten. Die kommen ja dann schneller durch. Die werden ja dann irgendwas extra machen mit der gewonnenen Zeit. Und man könnte mein Verkehrswendepaket nehmen, viel Rad- und Fußförderung und eine drastische CO2-Steuer und Zwergschulen, die eben das Bringen in die Schule draußen vor den Toren der Stadt unmöglich machen und Parkgebühren in der Innenstadt und ÖV-Förderung und andere Raumordnung und andere Steuerprivilegien und eine grüne Welle. Ja, die ist dann auch dabei, aber die Push- und die Pull-Maßnahmen ergänzen sie sich. So, und jetzt Achtung. Wir berechnen die Effekte mit der verkehrsökologischen Tautologie. Maßnahme M1, grüne Welle. Na, da müssen wir doch einfach die Faktoren eintragen. Genauso viele Menschen, eine grüne Welle ändert ja nichts, fahren genauso oft, genauso weit, im genau selben Besetzungsgrad. Aber nein, sie halten vielleicht 10% seltener an. 0,9 ist der letzte Faktor. Und jetzt kommen zu einer Bewertung der Maßnahme. Jede grüne Welle spart 10% CO2. Beispiel. Man kann aber auch sagen, jetzt macht man das Autofahren ja attraktiver. Nee, das kann es nicht sein. Jetzt muss natürlich konstantes Reisezeitbudget, induzierende Fahrten mehr dazukommen. Also so eine umfassende Betrachtung, und das wäre die Maßnahme M2, die Sie jetzt sehen, genauso viele Menschen, aber 2% mehr Fahrten mit dem Auto. Irgendwann geht er nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sagt, oh, Auto bin ich ja schnell durch, ich fahre noch in den Supermarkt. Vielleicht 10% mehr Personenkilometer je Fahrt. Man muss ja hinten noch was dran bauen, hat noch Zeit. Das ist so ein typischer Wert. Vielleicht genau gleicher Besetzungsgrad, vielleicht auch weniger, weil die Extrafahrt, die macht man dann natürlich allein. Die anderen sind schon unterwegs gewesen. Und dann auch am Schluss, die lassen wir noch stehen, 0,19% Reduktion. Was ist denn das Gesamtergebnis? 1,02. Also eine umfassend definierte grüne Welle hilft Ihnen gar nicht. Jetzt machen wir das Maßnahmenpaket M3 konsistent alle Sektoren umfassend. Wir nehmen die Rad- und Fußförderung und die CO2-Steuer und die Raumordnung und die Steuergesetzgebung alles zusammen.
und überlegen uns mal, kann es denn dann sein, dass wir vielleicht ein Drittel weniger Fahrten pro Kopf und Jahr im Auto machen? Also ein Drittel müsste anders stattfinden. Rad- und Fußnachbarschaft, keine Ahnung, Lastenfahrrad. Na, es ist ambitioniert, aber ein Drittel sollte doch drin sein. Können wir es machen in unseren Städten, dass die halb so weit sind, dass die Personenkilometer pro Fahrt, weil wir ja dann auch mehr mit Rad und Fuß machen können, vielleicht Stadtteilzentren haben, im Schnitt halb so weit, also eine zu Fuß und die andere, die darf dann wieder ins Einkaufszentrum gehen. Können wir das schaffen, dass der Besetzungsgrad vielleicht um ein Viertel hochgeht, also 0,75 dort eingetragen wird? Und können wir es schaffen, dass der technische Emissionsfaktor sich halbiert? Ja, leicht. 1 Liter Autos gibt es, die müssten nur klein sein. Also dieser VW mit 0,81 Liter, der da um das Jahr 2000 fuhr, also das geht. Ich habe ganz vorsichtig nur mal 0,5 in die M3-Zeile eingefügt. Und jetzt multiplizieren Sie mal bitte aus. 1 mal 0,67 mal 0,5 mal 0,75 mal 0,5, da kommen Sie auf 0,125. Das ist ein Achtel. Ein Achtel. Eine andere Verkehrswelt spart sofort, ja, es ist nicht leicht, da braucht man über viele Jahre viele Maßnahmen, aber spart sofort 7/8 der CO2-Emissionen. Nein, wir sind noch immer nicht klimaneutral, aber 7/8 haben wir weggekriegt. Und jeder kommt an sein Ziel. Mobilität ist garantiert, aber Sie brauchen 7/8 weniger CO2 dafür. Jetzt war in dem Paket ja eine Mineralölsteuererhöhung drin, eine Energiesteuererhöhung. Oh ja, der Benzinpreis hat sich verdoppelt, Herr Becker ist da ja ziemlich virulent. Wir rechnen so eine typische Familie. Die hat also jetzt so im Monat, sagen wir mal, 100 Liter für ihr Auto zu tanken. Bei 1,50 zahlt die Familie jeden Monat 150 Euro. Herr Becker will jetzt, dass der Preis des Kraftstoffs sich auf 3 Euro verdoppelt. Aber durch dieses Verkehrswendepaket brauchen die ja nur noch ein Achtel so viel. Die haben dann ja nur noch 12 Liter mal 3 Euro. Das sind 36 Euro im Monat. Mensch, da sparen die, geben nicht mehr 150 aus, sondern zahlen nur noch 36. Eine andere Verkehrswelt würde den Firmen und den Haushalten 3/4 des Geldes sparen. Also machbar ist das, aber es ist bitte anders als jetzt. Nicht als Attraktivierung, sondern integrativ zu machen. Wir halten fest, klimaneutral, das kann alles Mögliche bedeuten. Also keine Klimawirkungen heißt in der Regel nicht. Das Wort zeigt immerhin steigendes Problembewusstsein. So wie es jetzt draußen verwendet wird, erwarte ich Enttäuschung, Frustration, Stress und Ärger und Verstimmung in einigen Jahren, weil gerade die Fridays for Future-Leute, aber auch normale Haushaltsmitglieder, die merken, das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Dann wird natürlich so ein echter Null-CO2-Äquivalent-Ansatz relevant. Und da ist die Elektromobilität ein Baustein, aber nur einer und die anderen sind viel effizienter und wichtiger. Es müsste da nämlich eine wirklich andere Verkehrswelt kommen, um den Begriff Klima reduziert zu verdienen. Das ist dann Nähe, das ist dann leichte Fahrzeuge, das ist genutzt Busse, Straßenbahn, Sharing Economy, vielleicht 300 Kilo Autos in den Städten, was weiß ich, sind die Preise da? Da bietet die Industrie das dann automatisch. Und dann ist natürlich alles mit erneuerbaren Energien, ja bitte, baut mal die Windräder weiter und die paar Kompensationen, die können Sie dann weglassen, aber da gibt es noch ein paar, ja, null ist der Wert nicht, vielleicht ein Promille kriegen wir da noch jedes Jahr raus, denn es muss ja für jedes Jahr dann auch wieder Wald geschützt und aufgebaut werden. Die Message am Ende soll gar nicht so böse sein. So wie es jetzt ist, so ist es nichts. Aber ein echtes Maßnahmenpaket senkt die CO2-Emissionen drastisch und würde mit Gesellschaft und Haushalten viel Geld sparen. Und dann gäbe es mehr Mobilität, weil in der Nähe und Sharing und ganz andere Ziele und ein anderes Verhalten und andere Fahrzeuge und bessere CO2-reduzierte Antriebskonzepte. Und dann wäre es vielleicht nicht ganz klimaneutral. Aber 99% klimagasreduziert, das halte ich für möglich. Ihnen und uns wünsche ich dabei viel Spaß dabei. Dankeschön.